Weiter geht's bei FIFA und wir spielen heute gegen den RB und wollen natürlich da auch diese 3 Punkte holen nach diesem Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, vielleicht schaffen wir auch diese Saison noch durch, dann ist es eigentlich auch durch. Wir wollen den Meistertitel auf jeden Fall haben und es wäre noch die Champions League und ja, DFB-Pokal. Dann hätten wir es, glaube ich, alles komplett. Okay, Kylian Ludewig möchte nicht gehen, wird auch nicht gehen, dann ist gut. So. So, was möchte der Kobylanski denn jetzt spielen? Ja, bist du eingewechselt beim Spiel? So, trotzdem Angebot für Kobylanski. Warte mal, was ist denn da für ein Angebot reingekommen? 14 Millionen. Alte Florenz. Warte mal, delegieren. Mindestverkaufssumme 20 möchte ich haben für ihn. Wenn er da geben will, das Geld geben will, dann soll er es tun. So, okay, gehen wir rein ins Match gegen die roten Bullen. Da wollen wir heute natürlich anschließen. Wollen wir da natürlich heute auch wieder ein gutes Ergebnis raushauen. So, da streiche ich Rashica aus dem Kader. Und Kobylanski dafür rein. So, geht es sofort los. So, In der verschaltet. Red Bull Arena hat es geschneit, liebe Zuschauer. Sie sehen es, aber die Bedingungen sind trotzdem ziemlich gut. Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Die Nummer 18. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. 19 Tore sind ihm jetzt schon gelungen in der Liga. Und damit führt er aktuell auch die Statistik in der Kategorie Torjäger an. Die Nummer 9. Florian Thauvin. Und mit der Nummer 26. Richard Liesson. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. So, geh gleich rein ins Match. Formation der Schalker. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben. Und den Gegner zu Fehlern zwingen. So ist es. Und dann geht jetzt ins 21. Spieltag. Der Fußball-Bundesliga geht heute los. Und da wollen wir gewinnen, weil wir wollen diesen 5-Punkte-Vorsprung halten. Samuel Chukwueze. Ah, gut gespielt. Nach diesem souveränen 8:0 gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, es war abseits. Ja, so richtig die Entscheidung. Das war abseits tatsächlich. Alles okay. Alles gut gepfiffen und weiter geht's. Das letzte Heimspiel konnte man gewinnen. Heute soll es natürlich so weitergehen. Und damit liegen sie jetzt vorne in der Tabelle. Ich bin sehr gespannt, ob sie den Platz bis zum Ende verteidigen können. Ja, 5 Punkte Vorsprung. Jetzt haben wir später 21. Christopher Nkunku. Mal gucken.
Son Eduard. Lookman. Na, gut, Einwurf RB. Für RB Leipzig. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ja, den lässt er stehen. Und fast die Führung für die Heimmannschaft hier. Ja, den Richarlison, den hätte ich so gerne gehabt. Genauso wie Olmo. Oder eine von beiden zumindest. Paulinho. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt der Ball Auber Paulinho. Ah, gut, wichtig, dass diese Flanke abgefangen wurde. Schauen wir uns nochmal eine Aktion. Weil sonst wäre es gefährlich geworden. Ecke kommt. Alario kommt aber nicht rein. Marco Richter. Da ist die Flanke ins Zentrum. Oh, und jetzt haben wir es. Es müsste Paulinho gewesen sein. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nachgesetzt, geflankt, geschmacht. Und dann ist es das 1-0 für die Gäste hier. Heißt das Tor nochmal? Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann ist das natürlich klasse gemacht. Mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl. Ja. Und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für Schalke 04. Die Nummer 10. Paulinho. Richarlison. Christopher Nkunku. Ah, aber ihr versucht es nochmal ein bisschen aufzubauen, ein bisschen richtig zu machen. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Der ist noch heiß. Der ist gut. Noch gut aufgepasst. Da, aber den Fehlpass da vorne. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ah, der zweite auch weg. Einseits. Aber es hat auch, ist auch gut gelaufen, der Außen, der noch zwei, drei Mann noch stehen lassen konnte. Ganz, ganz eng gemacht. Fast schon zwangsläufig, der Fehler. Nochmal dieses Tor. Ja, hier, erst Ciao, der nicht durchkommt. Ja, nochmal kam die Flanke. Ich glaube, Savic stand da ein bisschen falsch. Ja, 1-1. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Richter. Ja, das sieht gut aus. Ja, dass er sich durchsetzen kann. Lange Flanke jetzt. Und da ist es. Baumann, der ist verhindert, das 2-1 der Schalke wieder. Chance zur Führung jetzt. Bei gut gemacht, da die Flanke. Richter auf der Außen und schön auf den zweiten Pfosten. Und der klasse Reflex. Leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Ja. Super Flanke. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Nö, das war alles gut gelaufen, aber... Er holt sich den Ball. Ja. Richarlison. Luis Alberto. Christopher Nkunku. Ja, die Flanke kommt. Richarlison. Boah, das war wirklich... Das wird alles gut gemacht. Sehr gut gelöst da, die Situation. Lucas Alario. Schöner Pass jetzt. Schöner Ball, Doppelpass mit Richter. Da können Sie erstmal klären. Ich komme aber auch nicht mit meinen Flanken gerade so ein bisschen durch, wie mir das gefällt. Ballbesitzstatistik von RB Leipzig bisher. Aber rausgekommen ist gut gemacht. Nur das Unentschieden, damit können Sie nicht zufrieden. Glück gehabt, Latzer. Die letzte Entschlossenheit. Schöne Aktion. Ballverlust. Ah. Gibt Einwurf jetzt. Da Einwurf für uns. Die Gelegenheit für die Flanke. Die Flanke kommt. Ganz wichtig, das gibt Abseits. Abseits, okay. Einen Moment zu früh los. Richarlison. Das Pressing ist da. Ah. Sie bekommen einen Einwurf für uns? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eigentlich einen Einwurf für AB gerechnet. Ball kommt rein. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Ja, und dann dürfte jetzt irgendwann gleich Pause sein. Ja, Pause. 1-1. Ein gutes Spiel für beiden. Entscheiden die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1-1.
Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da geht noch mehr. Bislang nur das Unentschieden. Vielleicht muss er sie oder kann er sie noch stärker... Genau so ist es. Es wird auf jeden Fall nochmal ein hartes Stück Arbeit in so, der zweiten Halbzeit. Jetzt geht's weiter mit der Partieanstoß. Schalke. Naja, gucken wir mal. Ah, Richter jetzt mal mit Pimpo, aber der kann nicht viel draus machen, weil der einfach keinen Geil in der Nähe hat bei sich. Jetzt kommt die Flanke. Oh, war Baumann. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und da kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Für uns? Oh ja, der ist unzufrieden. Ja. Eine weitere Ecke. Ecke in die Mitte. Ja, Lario. Ball an den kurzen Pfosten. Ich komme momentan auch nicht so wirklich davor, wie ich das gerne hätte. Der Baumann, wie gesagt, die eine gute Chance, die er gut gehalten hat. Oder sagen wir mal zwei, es waren ja zwei, drei. Ecke. Fans vielleicht überraschen, aber demnächst läuft er in den Farben von Inter Mailand auf. Na, Kuba, dem ich auch lange mal zwischendurch kurz interessiert war. In jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Versucht mit der Grätsche, das ist natürlich gefährlich. Oh, und Tintner. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ne, hoffentlich nicht, ey. Luckmann raus, raus die rein. Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Da lässt er den Gegner aussteigen. Christopher Nkunku. Oh gut, der hat ja schon das 1:1 erzielt. Ah! Hab's jetzt auch Glück gesehen. Gehabt. Jetzt wird's die Auswechslung geben. Vinicius ist neu. Sosa. Lucas Alario. Könnte was werden. Ich weiß nicht, ob das Abseits war. Ja. Es ist Abseits Sosa. Abseits, als das Zuspiel kam. Luis Alberto. Gut gelöst, da. Steht die nächste ah! Ja, aber das hätte auch jetzt mal. Und natürlich kommentieren wir das Spiel ebenfalls. Latza. Toller Pass. Alario, Alario! Baumann! Der war da noch dran, den kannst du voran. Alter, der hat jetzt echt nochmal einige Dinge rausgeholt. Die zweite jetzt mittlerweile, der so stark da raushaut. Der war nämlich dran, wollte gerade sagen. Und jetzt werden sie wechseln. Upsi. Ah, egal. Becker. Super gemacht. Gute Verteidigung. Ich komme aber auch nicht in das Match momentan rein. Steht wirklich nur immer noch dieses 1:1 und... So, mal ein bisschen... Vinicius, der an Sosa locker wegkommt. Oh, viel Platz jetzt. So im Strafraum. Er kommt an den Ball. Per Rechtsprung. Klasse gemacht. Jetzt wird der Wechsel kommen. Gar anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark. Jetzt einfach mal nochmal was probieren. Jetzt der Eckball. Latza. Ball kommt. Gut gemacht von... Sosa. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Ludewig. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke Kalajdzic, Körperkana. United, kann das sein? Habe ich das gerade richtig gehört? Ecke Coutinho. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. 10 Minuten noch. Alberto. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Savic. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Hm. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Luis Alberto.
Jetzt sind es nur noch 5 Minuten in der regulären Spielzeit, aber hier ist nach wie vor nichts entschieden. Ach Mann, ich komme aber auch nicht in die... Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance... Ich komme aber auch nicht irgendwie in diese... Mal in der Kontersituation. Du kommst nicht durch, du hast keine... Oder kriegst du so ein Ding noch in der letzten Minute? So, die Wiederholung. Und so, ja, du hast überhaupt keinen Zugriff, du kriegst keine Chance, irgendwas zu machen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal ja, für sind überhaupt keine Chance da. Kameraperspektive. Letzte Minute, Tor für RB. Kobylanski vielleicht jetzt noch mal irgendwas. Tor! 94. Minute. Doch noch irgendwie diesen einen Punkt mitgenommen. Jetzt sind sie wieder da durch diesen späten Treffer in der Nachspielzeit. Was für aber schön da durchgelaufen und dann oben in den Knick gesetzt. Hier nochmal dieser Treffer. Der eingewechselte Kobylanski macht sein am Ende nochmal. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große Freude, Logo, auch am Spielfeldrand. Man bleibt dabei, es bleibt ungeschlagen. Drittes Saisontor für ihn. Das ist Ende. Die beiden Teams trennen sich unentschieden. Schönes Spiel heute, aus meiner Sicht auch ein gerechtes Endergebnis. Na. Sie waren sich ebenbürtig. Man muss sagen, dass der Baumann echt 2-3 Dinger da rausgeholt hat. Das war der Ding von Paulinho. Ich hoffe, Del Rose in der Kopfball da noch, den er da rausfischt. Ja, muss man sagen, hat gut gehalten auf jeden Fall. Und ich bin irgendwie noch froh, doch diesen Punkt mitgenommen zu haben. Gerade nach diesem Null, nach diesem Tor. Ja, das hier darf nicht passieren. Dass der da ohne Probleme mal 3 Mann stehen lässt. Naja, Punkt ist Punkt. Das kann am Ende äußerst entscheidend sein. Damit sind wir klar, 2 Punkte verloren, mehr oder weniger. Und das nächste Match heißt dann Manchester United. Da gucke ich gerade noch kurz mal noch schnell in die Nachrichten rein. Haben wir noch einen Transfer gemacht für Kobylanski? Valencia. So, jetzt machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es zum Heimspiel gegen United weiter.